those hipsters, I bought a... I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. Hallo an alle, die auch heute wieder eingeschaltet haben. Wir sind hier wieder zurück bei einem weiteren Update-Video zu Gavel. Und zwar mit all den Sachen, die ich verpasst habe aus dem Trailer und was danach noch kam. Und ja, dann lass uns nicht lange oder nicht viel Zeit verschwenden und gleich schon mal mit dem ersten Bild anfangen. Hier haben wir es. Es ist ein Bild vom Inventar. Und zwar bei diesem kleinen Ausschnitt, wo steht New Items. Man achtet natürlich dann eher auf die Items. Und dann sieht man unten im Inventar dann noch, wie das Ganze verändert wurde. Das erste, was auffällt, ist, dass der Protagonist im Trailer nur 6 Herzen hat. So, darauf werde ich später nochmal zu sprechen kommen. Und dann sieht man da noch, wie die 3 wohl Haupt-Items, das sind ja nicht wirklich die wichtigsten, es sind im Grunde eigentlich die wichtigsten Items, aber wie die 3 Haupt-Items, die dort festgeschrieben sind, jetzt in einem eigenen Inventar sind. Und was ihr im Hintergrund gerade noch seht, ist ein bisschen Gameplay, wie ich ein bisschen im Dschungel herumtobe. Naja, das ist auch nicht so wichtig. Dann gleich schon mal zum nächsten Punkt. Das ist nämlich das Inventar, wie das wohl in Gavel aussehen wird. Ihr habt mich ja im letzten Video gehört, wie ich darüber geredet habe, warum da nur Naps steht. Und das habe ich dann später nochmal nachgeschlagen. Und zwar hier mit dem ganzen Wort Knapsack. Das ist die englische Bezeichnung für einen Rucksack. Man könnte es ja auch Backpack sagen, aber Knapsack ist, glaube ich, die ältere Version. So, dann wäre das auch geklärt. Man sieht, Emeralds haben wohl in dem Texture Pack hier ein anderes Aussehen. Der Zauberstab hat auch ein anderes Aussehen. Und dann unter dem Wort Knapsack sieht man erstens einen Ring und dann noch 3 weitere Silhouetten von Items. Und was dort wohl rein kann, kann ich zu diesem Zeitpunkt nur vermuten. Und zwar, es könnte das so etwas wie Accessoires sein. So wie man das in anderen RPGs wie zum Beispiel Dragon Quest kennt. Und die können verschiedene Effekte haben. Wie zum Beispiel mehr Verteidigung oder Lebensregeneration. Vielleicht gibt es sogar einen Mana-Regenerationsring, wer weiß. Oder Anhänger. Oder allgemein Ringe, die das Leben erhöhen. Denn jetzt kommen wir zu einem Teil, von dem ich momentan keine Bilder habe, da das Windcraft-Forum vor einigen Tagen irgendwie einen Fehler hatte und deshalb dort alle Posts verschwunden sind. So, ich habe den Post gesehen, bevor das geschehen ist. Es war nämlich ein Windcraft-Teaser oder ein Gavel-Teaser. Das war der 7. Und es zeigte einmal das ganze Menü oder den ganzen Tooltip bei einem identifizierten Item. Und zwar war das von einem Teil der Leaf Armor, die man im Nivlar Forest kaufen kann. Diese grüne Rüstung, die keiner trägt, weil die auch zu viel kostet und nicht genug Verteidigung bringt. Auf jeden Fall muss ich mich gerade auf mein Gedächtnis verlassen, um zu sagen, wie das nochmal war. Und ich glaube, das war so, dass eine Identifikation dort Leben gegeben hatte. Plus 2 oder 3 Leben oder 5 Leben. Da kommt wieder mal zurück auf das mit dem Leben. Und zwar kann das nämlich sein, dass man einfach ganz klassisch für RPGs mit ganz, ganz wenig Leben anfängt. Man kennt das auch in RPGs, du gehst raus, dann vielleicht hältst du noch ein paar Kämpfe aus, aber wenn man nicht schnell genug dann wieder dort verschwindet, ist man auch ganz schön schnell tot. So, und das scheint wohl hier jetzt mit in Windcraft wohl übernommen worden zu sein. Was ich persönlich ganz cool finde, denn das gibt quasi noch eine weitere Sache, die das Spiel noch RPG-naher macht. Muss aber noch sehen, wie das sich jetzt auswirkt. Ich denke mal, dass man mit dem höchsten Level wohl alle 10 Herzen wieder hat und dann quasi wieder das normale Gameplay erleben kann. Aber davor wird das Spiel wohl sehr, sehr fordernder. Und frage mich dann auch, wie der Tower of Ascension dann wird, wenn man nicht alle 10 Herzen hat. Naja, dann kommen wir nochmal zurück zum Item, was dort im Teaser gezeigt wurde. Und zwar gab es dann noch dort eine Identifikation mit Walkspeed, Damage Bonus. Ich kann mich gar nicht mal genau daran erinnern, weil das Bild offensichtlich nicht mehr existiert und ich das auch nur für, keine Ahnung,
10 Sekunden gesehen habe und dann runtergescrollt habe, um ein paar Kommentare durchzulesen. Das ist auch der Grund, warum ich hier jetzt noch diese zwei Sachen entdeckt habe. Ja, und dann stand weiter unten noch, wie schon gesagt, es war ein Teil der Leaf Armor. Es waren, glaube ich, jetzt die Leaf Boots, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann stand da auch noch, dass wenn man alle 4 Teile der Leaf Armor besitzt, dass man dann einen Walk Speed Bonus von 5% bekommt. Und das wird ganz interessant, vor allem für Sammler, denn wenn das wirklich so ist, dann können diese Item-Sets, die man bei bestimmten Händlern überall in Windmountain kaufen kann, wahrscheinlich gibt es in Gavel dann noch weitere, kann man dann wohl besondere Effekte drauf kriegen, allein wenn man sie schon trägt. Und das wird wahrscheinlich ganz interessant, denn wie wird das sich auswirken und welche welche Rüstung wird wohl die bessere sein? Ich denke mal nicht, dass es sowas wie Mana Steel oder Mana Regeneration auf die Rüstung geben wird, denn das wäre ein bisschen zu stark. Aber es wird wohl Rüstung geben mit den absurdesten Effekten. Wahrscheinlich auch noch irgendeine Easter Egg Rüstung, wer weiß. Aber es wird wohl ganz, ganz nützlich sein und muss wohl sehen, welche Waffen oder welche Rüstung wohl die beste für einen ist, um seinen Spielstil wirklich damit durchzusetzen. Oder man ändert seinen Stil einfach. Naja, auf jeden Fall, das wird wohl jetzt mit Gavel ein bisschen anders, als wir es jetzt schon gewohnt haben. Und mein Monitor hat sich gerade wieder im Standby gesetzt. Naja, ja, und das war's jetzt, glaube ich, so ziemlich. Das waren, glaube ich, jetzt nicht so viele Informationen wie im letzten Video, aber doch schon ganz, ganz wichtige Informationen. Und außerdem weiß ich gerade auch nicht, was uns Gavel noch bringen wird. Es kommt ja diesen Herbst raus. Irgendwann. Wer weiß wann. Und ja, das war's dann, glaube ich, von mir. Ich lasse jetzt noch das Gameplay im Hintergrund durchlaufen. Dort sieht man eigentlich nicht viel. Dort wird man wahrscheinlich jetzt, also ich sehe das Video gerade nicht vor mir. Da wird man wahrscheinlich jetzt mich aber nur unten in Peppards Cave sehen, wie ich nur herumspringe und ein paar Zombies töte. Und ja, das lasse ich noch durchlaufen. Ich mache die Musik ein bisschen lauter und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüss. We'll be right back.